Das Ganze hier erinnert mich stark an die Mission damals in Damaskus, bei der wir diese Diplomaten gerettet haben. Da, ich musste deinen Arsch vor einem Machetenmob retten. Ich musste deinen blöden Arsch von einem wütenden Redneck-Mob retten, der DC stürmte. Diese Missionen, da hatte ich das Gefühl, für eine Sache zu kämpfen. Aber das Drecksloch hier war den Kampf nie wert. Und? Um was geht's dir denn? Ich versuche nur zu überleben, Boss. Das ist schon schwer genug. Anscheinend war das ein guter Tag, um aufzuwachen. Jakob, ich sehe jede Menge Tote. Anscheinend wurden sie kurz gebraten. Oh, Scheiße! Sei vorsichtig! Jakob,
Ich bin am Solarturm. Ich gehe rein. Also, was siehst du da drin? Hier fliegen überall irgendwelche Elektrofunken herum. Das heißt, dass du nah dran bist. Dieser Veränderte ist ein beschissener Elektro-Freak. Habe ich das nie erwähnt? Du meinst, der knipst Glühbirnen an? Der brutzelt eher alles im Umkreis von einer Meile weg. Ich weiß, du kannst auf dich selber aufpassen, aber dieser Hurensohn ist ein sehr spezieller Gegner. Seit kurzem bin ich das auch. So, Outrider, du hast zum ersten Mal getötet. Wir werden sterben nicht so schnell, was? Seth. Komm, lass uns reden. Sie baten dich um Hilfe. Gegen den Veränderten. Warum hast du dich geweigert? Diese Monstrosität war eine Ablenkung. Menschen sterben wegen ihm. Ohne diesen Nachschubweg kann niemand... Sterben sie alle. Schwache Kreaturen, die sich gegenseitig abschlachten. Es ist Verschwendung, Botengänge zu machen, um ihren sinnleeren, endlosen Krieg zu gewinnen. Sieh es doch ein. Du bist nicht mehr wie sie. Und was jetzt? Soll ich vielleicht einen Gott spielen, so wie du? Ich bin kein Spieler.
Aber du bist noch viel mehr. Verändert und Outrider. Der letzte Outrider. Erfülle deine Mission. Geh hinter die Grenze. Diese Leute brauchen Götter. Nur jemand wie du kann sie in die Zukunft führen. Warum nicht du? Man nennt ihn Moloch. Ich kämpfe einen anderen Krieg, jenseits dieses Elends. Ich bekämpfe die Schlimmsten unserer Art. Dieser eine ist zu stark. Er würde uns vernichten, also jage ich ihn. Aber das ist nicht dein Kampf. Du musst der Hirte sein. Führe sie hinaus aus diesem Blutbad, Outrider. Shira, das war's. Dein Nachschubweg ist offen. Ich komm zurück. Ich glaub's nicht. Was du gerade getan hast, dabei habe ich 100 Männer verloren. Dank mir nicht zu früh. Du musst noch einen Krieg gewinnen. Bin nicht sicher, ob den Scheißkrieg überhaupt irgendwer gewinnen wird. Aber ich hätte dann noch eine wichtigere Aufgabe für dich. Komm in den Bunker. Weißt du was? Die Bluthunde scheißen sich immer noch dermaßen in die Hose, dass sie sich nicht Herz bauen. Willkommen zurück. Mann, du siehst ziemlich müde aus. Was willst du kaufen?
dass du es dem Mörder des armen Satchain gezeigt hast. Gehört, dass Captain Reiner tot ist? Ich schwöre, meine Schwester hat verloren! Das ist mir ein gewisser Trost. Das glaube ich nicht. Hey, Schwachkopf. Jakob. Shira. Das Signal im Wald. Erinnerst du dich? Ja, als wär's gestern gewesen. Du hast immer noch die Frequenz, oder? Du meinst diese Frequenz? Scheiße. Hast du auch die Lottozahlen auf dem Arsch tätowiert? Immer noch so misstrauisch? Ich hasse diese, habe ich doch gesagt, Masche. Das Signal ist noch aktiv, wie ein entferntes Echo. Es ist digital, muss also von einem Ort kommen, an dem es keine Anomalie gibt. Wir konnten die Quelle bisher leider nicht orten, weil wir nie die richtige Frequenz hatten. Bis du aufgetaucht bist. Hör mir gut zu. Du musst diese Zahlen zu Dr. Abraham Zahidi bringen, einem unserer letzten Wissenschaftler. Blödsinn. Er ist doch schon seit Wochen auf feindlichem Gebiet. 5 Rationen, dass Zahidi tot ist. Das wissen wir nicht. Du kommst mir bekannt vor aus der Krankenstation. Du hast mich aufgeweckt. Gibt schon komische Zufälle. Das ist Jane, exzellente Scharfschützin. Hat ihn gerettet und wäre dabei fast gestorben. Sie bringt dich hin. Warte, Shira. Bei unserer Landung war das Signal schon aktiv. Kannst du dir vorstellen, wer oder was es sendet? Tu dir selbst einen Gefallen, vergiss die Frage. Was immer da ist, will nicht gefunden werden. Und wer nach dem Scheißsignal sucht, überlebt es nicht. Aber eine andere Chance haben wir nicht. Und wenn es jemand überleben kann, dann seid ihr das. Shira, ich bitte dich. Jakob, das ist ein Befehl. Sorry, dass ich dich zurückgelassen habe. Hey, kein Problem. Ich hatte keine Wahl. Hätte ich auch getan. Doch gesagt, dass wir die Wache aufgebrummt kriegen, wenn du ihn anpisst. Ich hab's dir gesagt. Ich weiß. Und doch sind wir hier. Sagt es weiter. Wer McCain findet, bekommt eine Woche Fronturlaub.